ja heute schon der 17. Dezember. Dauert gar nicht mehr lange und dann ist schon Heiligabend. Ja, also. Mir geht es heute nochmal um ein paar Impulse, auch in den nächsten Tagen, wie wir uns das Leben so ein ganz kleines bisschen erleichtern können, so in Sachen den ganzen aufgestauten Druck loszulassen. Denn, also ich kenne es zumindest von mir, ne, dass ich immer denke, ich muss alles richtig machen, ich muss alles nochmal besser machen als andere, es muss vor allem reibungslos laufen und ich darf mich deswegen, weil ich eben alleinerziehend bin, nicht schlecht fühlen. Also auch wenn ich jetzt schon so rede, ne, das klingt alles irgendwie recht hart. Und genau das macht uns das Leben doch in Wahrheit wirklich schwer. Und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle ermutigen, erlaub dir dein Herz einfach bei anderen Leuten auszuschütten. Erlaub dir einfach auch mal bei anderen zu weinen oder irgendwo zu merken, dir geht's gar nicht unbedingt immer so gut. Du bist angespannt, du hast verspannte Schultern, du hast dauernd Kopfschmerzen, was auch immer du hast. Es ist auch traurig. Es gibt immer wieder traurige Situationen. Und die haben sowohl Menschen, die in einer Partnerschaft leben, aber auch wir Alleinerziehenden. Nur, was ich für mich auf jeden Fall merke, ist, dass wir als Alleinerziehenden oft nicht den Ausgleich haben. Da ist nicht der Partner, der einfach sagt, jo komm Schatz, ich nehme dich einfach mal in den Arm. Und das fehlt mir persönlich schon, ganz klar. Und deswegen erlaub dir traurig zu sein, erlaub dir deine ganzen Gefühle, deine gesamte Gefühlspalette zu spüren. Und im Video morgen werden wir nochmal darüber sprechen, wie es einfach geht, auch Dampf abzulassen und ein bisschen Druck loszulassen. Oder auch einfach deine Erschöpfung mal auszusprechen und eben nicht nur zu spüren, sondern einfach wirklich darüber zu sprechen oder in einer Facebook-Gruppe zu schreiben, einfach loszulassen, auch dann auch auf diesem Weg. Selbst wenn es Leute gibt, die sagen, bist du denn... Nein, das stimmt, das sagen die meisten auch gar nicht. Ne? Also eigentlich, so empfinde ich es auf jeden Fall, kriegen wir ganz viel positiven Zuspruch, gerade auch von anderen Alleinerziehenden. Okay, jetzt an dieser Stelle möchte ich dich nochmal auf das Gewinnspiel hinweisen, dass du hier oben nochmal ein bisschen mehr Informationen drüber findest. Unten in der Infobox findest du den Link zur Facebook-Gruppe. Da bekommst du ganz klar nochmal weitere Informationen. Zu gewinnen gibt es ein Coaching mit mir, wo du an 4-malen Terminen mit mir nochmal reden kannst und einfach auch mal alles von dir von der Seele reden kannst, wo wir gemeinsam nach Lösungen gucken und nach Ideen, wo du vielleicht selber gar nicht bisher drauf gekommen bist, was du dir nicht erlaubt hast. Ja, okay, in diesem Sinne, alles Liebe und bis morgen, wo es ganz klar nochmal ein bisschen weiter um dieses Thema geht. Tschüss! Und ach so, Erinnerung, abonniere meinen Kanal, bitte. Ja, also abonnieren einfach, es hilft dir, weil du an die weiteren Videos erinnert wirst, aber es hilft auch mir einfach, in die Sichtbarkeit zu kommen und das ist eben was, was echt klasse wäre. Okay, alles Liebe und bis morgen. Tschüss, deine Astrid Marie.